Okay, wir sollen abbauen. Da ist die große Tür, wie immer. Oh ja, genau. Freunde. Oh. Ein Freund zu viel. Mach doch auf die Tür. Zack. Den haben wir ja mal direkt. Der Aufzugsschacht ist der schnellste Weg. Der einzige Weg daraus. Du musst den Lift in Gang setzen, egal wie. Ja. Wofür haben wir hier einen Notfallknopf? Oben drauf. Hallo? Ui! Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ihr im Aufzug sitzt, ist der nicht so schlimm. Hi! Hallo! Steh auf. Lass uns mal gucken, wo wir hier sind. Ah, da geht's weiter. Ich bin auf dem Schacht. Ich hab wohl recht gehabt, dass Ropeburn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich verstärke dein Signal. Such du einen Weg. Such du einen Weg. Du Quatsch, komm, ich bin doch schon längst dabei. Ah, ja, ja, ja. Hier, gut. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Ja, das ist ja mal wieder logisch. Ne? Stacheldraht drauf. Stacheldraht drauf. Okay. Lass mal Luki machen. Hey, hey, hey. So glatt sind die Wände hier nicht. So. Kommen sie schon. Halt dich fest. Oh Mann, ich glaub schon in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Bin dabei. So. Ach, runter, sagt er. Hey, 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 hey. Nix da! Nix da, habe ich gesagt. Mach wieder auf! Die Cops schneiden dir den Weg ab. Mach dich kampfbereit. Wo sind sie denn? Keine Ahnung, wie sich denn? Da leg ich weg. Ach, da leg ich die Pistole weg, anstatt zu schießen. Mann! Ah, Ball ran.
Huch! Der Brücken scheint ja mein Ruhe, der Hausmeister wollte. Aber die Tür ist außer Betrieb. Alles klar, Leute. Da ist die Tür. Alles klar. So. Okay. So, und. Oh. Scheiße! Und. Jetzt stell dich fest, dir. Springt hier auf die Stange. Hallo, Fisch. Manchmal verstehe ich dich nicht. Manchmal verstehe ich dich beim besten Willen nicht. Hallo. Zack. Ja. Die Kopf kommen näher. Beweg dich, Faith. Ja. Verliere dein Signal. Jawohl. Ich war's nicht, ich war's nicht. Nett, wenn du mir ab und zu mal ein paar Tipps geben könntest, Mirk. Hallo? Ja, da stürzt mir das Spiel ab. So, wo müssen wir denn? Ah, komm, bin ich schon. Guck mal, da ist eine Stange. Da müssen wir auch hin. So. Da unten durch. Okay. Mirk, könntest du mir mal hier und da einen kleinen Tipp geben? Nein? Oh Gott, dann mach ich das weiter allein. Anlauf holen. Und zack. So. Da ist ein Knopf. Okay, wofür ist der? Ah, Ventilatoren gehen aus. Na komm, komm, komm. Vorhin wieder angehen. Durch. Die Züge fällt. Nimm den Zug. Was nimmt den Zug? Soll ich jetzt echt hier oben den Zug springen oder was? Ist ja mal geil gemacht. Ist ja mal geil gemacht. Ui. Ui. Du hast schon gesagt, ich soll da drauf springen. Ja, ich bin noch oben. Ich bin jetzt.
geschafft. Sehr gut. Jetzt extra wegen uns veranstaltet. Gut, Kleine, wirklich gut. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kann Felde raushelfen. Sie hat in der Nähe einen Job. Na, Celeste. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merck sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz. Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Und wer wird bestimmt schon bald auf mich schießen? Faith. Vorsicht. Das sind ja Aussichten. Fate. Voll die Optimistin. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Na, wenn's sonst nichts ist. Ach, guck mal, da unten stehen sie schon. Ja, da lang. Wenn du uns das so vorgibst, dann machen wir das doch. Ach so. Wir sollen noch weiter rutschen. Oh, jetzt sind wir unten. Okay. Ungewohntes Terrain. In den Bereichen 3 und 4 müsste sein Weg auf die Überführung geben. Mal nicht auf den Dächern der Stadt. Ach da. Komm, hoch mit dir. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Kopf. Hast du doch Hunger?
Falsche Richtung. Lauf an Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben, okay. Da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Lauf in die Richtung. Angesagt. Mach die Tür zu. Dann schießen die wieder uns. Raposa. Oh, schöner Wagen. Oh. Weißen K-Typ war das. Grand Opening. Ja, ja. The New Eden Mall. The Eden Estate. Your paradise in safe hands. Alles klar. Ah. Jetzt darf ich wieder. Ihr blieb gerade einfach stehen. Keine Lust mehr oder was für mich, ne? Erst große Reden schwingeln. Es geht um meine Schwester und etc. Man hat keine Lust mehr, oder? Komm hier hin. Hier rauf. Da ist sie. So. Wunderbar, direkt gefunden. Ich weiß noch, wie ich damals gesucht habe ohne Handy. Dahin. Auf den Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Och, nö. Oh. Hier wollte ich ganz schön. Genau, genau. Zack, zack, zack. Wo sind die Cops denn? Hey! Komm, jetzt können wir uns ja umgehen. Ohne zu kämpfen, Mann. Ja, also das hat ja jetzt voll geklappt. Super geklappt. Okay. Gehst jetzt mal ran. Sind wir jetzt da? Ja, das Einkaufszentrum ist nur noch ein paar Blocks von hier. Das Einkaufszentrum ist nur ein paar Blocks von hier. Toll. Du sitzt hier auf einem sicheren Versteck. Ui! Oh Gott. Da lang. Exit.